liebe Leute, herzlich willkommen zum nächsten Rennwochenende. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2020. Ja, wir sind in Italien zu Gast. Das letzte europäische Rennen steht überhaupt an in unserer Karriere, unserer MyTeam-Karriere, in der ersten MyTeam-Karriere. Es ist das siebte Rennen oder achtletzte Rennwochenende. Und ja, heute wollen wir tatsächlich, oder beziehungsweise dieses Wochenende wollen wir natürlich wieder Punkte holen. Das wird aber allerdings sehr, sehr schwer werden, weil, ja. Oh, ich habe neue Sponsorings. Weil wir so viele Teile neu eingetragen haben, ich habe alles komplett nochmal neu gemacht und dachte mir, jo, jetzt haust du mal einfach komplett alles raus. Damit halt das, was in Belgien passieren hätte können, dass der Motor mir hochgeht, das ist halt jetzt nicht passiert. Ich vermute, dass wir es einmal machen müssen, damit wir das komplett einmal durch haben, aber ich habe jetzt, wie gesagt, einmal komplett alle Teile drin. So, auf jeden Fall, wir dürfen neue Sponsoren einsetzen und fangen wir mal an mit dem ersten, und zwar unserem Hauptsponsor, ne, Sekundärsponsor, okay, ist es. Schließe als Team. Ferrari hat sonst 2 Millionen Punkte. Okay, das haben wir ja schon geschafft. Wir haben ja schon einige Rennen. Also wir kriegen nach der Saison 9 Millionen Euro. 9 Millionen Dollar. Und 516,5 Millionen zusätzlich Einkommen. Okay, ja, gut. Gucken wir mal, was die Sekundärsponsoren uns so geben wollen. Qualifying-Ergebnis mindestens Platz 10. Wie viel haben wir denn dafür Zeit? Das kriegen wir hin. Und gerade was wir da so ein bisschen als Bonus kriegen könnten, aber einen vernünftigen Bonus kriegen könnten. Und dann machen wir das noch hier. Gut, dann haben wir das soweit. Und dann kriegen wir gute Bonuspunkte, gute Bonus. Ja, guten Bonus dabei. Ich bin soweit zufrieden mit meinem Team. Wir sind mit 6. in der WM. Unser Ziel ist es, vielleicht sogar noch Platz 5 zu holen, aber dazu müssen wir mal gucken, was wir kriegen. So, wir können auch ein paar Aktivitäten reinpacken. Was haben wir denn hier? Eine Podiumsplatzparty. Oh, wunderbar. Die machen wir doch direkt. Und dann nochmal eine PR-Video. Gut, dann gehen wir rein ins Rennwochenende. Du hast im Moment keinen Rivalen. Irgendwann wird die Presse dich fragen, wen du als deinen Rivalen betrachtest. Überlege dir gut, wen du dir aussuchst. Denn du gewinnst nicht nur an Anerkennung, wenn du gewinnst, sondern wirst auch an Anerkennung einbüßen, wenn du verlierst. Na, schon klar. So, wir gucken mal Reifenauswahl. Ich würde mal eine standardweiche Mischung nehmen. Und dann gehen wir uns, wie gesagt, Rennwochenende Nummer 15 in dieser Saison. So, sehe ich das gerade richtig, dass wir Regen im zweiten freien Training und im Rennen haben? Natürlich, klasse. Ich hatte ein bisschen erwartet, dass wir vielleicht ein bisschen trocken fahren, aber gut, wir müssen es halt leben. Na gut, dann haben wir nicht viele Punkte gesagt. So, naja, das Rennen wird durchgehen, Regen. Naja, das heißt, wir müssen. Ja, es ist halt leichter Regen. Es könnte Intermediate rein, es könnte trotzdem trocken sein. Bedeutet, wir testen es im freien Training einfach aus. Weil wir haben das gleiche, die gleichen Bedingungen im zweiten freien Training. Gut. Ja, wie gesagt, ich habe alle Einheiten einmal kurz getauscht, komplett. Na, hier kommt doch gar nichts an Dicken, okay. Okay, okay. Schade. Ja, also einige ziemlich gemischte Gefühle. Das
Was die Punkte betrifft, die ersten Punkte gab es ja in Monaco mit Platz 10. Und dann den Sieg in Kanada, vierter Platz in Frankreich, zweiter in Österreich, da haben wir dreimal hintereinander Punkte gut. Ja, gut, schauen wir mal. Wir gehen erstmal rein ins erste freie Training, liebe Leute. So, da sind wir wieder in der Garage. Und wir dürfen ja, ich fahre zweimal Software, weil wir die Medium eigentlich nicht brauchen in diesem Rennwochenende. Ja, warte mal. Wir starten hier aus der letzten Reihe. So, letzte Reihe. Italien 2. Okay, here's something to remember about this circuit. The right-hander of turn 6 is the first Lesmo. You can carry a reasonable amount of entry speed here and can also get back on the power quite early. The camber gives the car a lot of grip, so you can take an early apex. Just be careful not to get too greedy. You'll lose a lot of time if you dip a wheel off the road. A bit like a rubber out on track. Try to take it easy for a couple of laps. Ja, wir fahren mal ein paar Runden raus. Das habe ich so, als Jeff gerade erzählt. Ich habe ja für den Fall, dass ihr nicht alles versteht, habe ich den Untertitel ja mitlaufen unten. So, auf geht's, liebe Leute. Sind wir jetzt gerade hier. So. Eigentlich habe ich alle Einheiten ausgetauscht im letzten Rennen. Aber der braucht ja noch so lange. Okay, schauen wir, müssen wir doch noch mal austauschen. So, gucken wir mal. Okay, dann müssen wir es verfahren mit unseren drei Runden und hauen dann noch mal alle Teile raus. Scheinbar hat er das nicht übernommen. Eigentlich habe ich das im letzten Rennwochenende noch schwer gemacht. Wir werden es auf jeden Fall einmal komplett tauschen müssen. Ich gehe auch dieses Wochenende ziemlich befreit an, weil ich gebe mir keine Ziele, aber vielleicht können wir ein paar Punkte mitnehmen. Oder können wir ein paar Punkte mitnehmen. So. Die Strecke ist relativ kurz. Wir nehmen schon den Schwung mit. Sind wir rausgekommen? Dann sind wir konzentriert. Mit Strafen wird es ja sowieso geben. So, die ersten Zwischenzeiten ist klar. Wie gesagt, das Rennen wollen wir komplett. Jetzt bin ich befreit angehen. Ich habe mir keine Hoffnung. Hier wird es wahrscheinlich eh kaum Punkte geben. Aber warum der das nicht übernommen hat in der letzten Einheit? Weil eigentlich müsste es ja komplett ausgetauscht sein. So, dann hat er doch wieder Formel 1 kurz auf Rest. Wird von Belgien. Wir sind jetzt, glaube ich, die Wochenende dahinter. Hier ist ja meine Aufnahme. Naja, schauen wir mal. So, erste Zwischenzeit 23:55:0.
Warum auch immer die Zeit so schlecht ist. Vor uns Leclerc im Roten. Bei den Roten. So, jetzt nehmen wir mal schön seinen Windschatten hier mit. There's only one lap of fuel remaining. Box this lap, please. Box this lap. When driving with the pit assist disabled, you'll need to be mindful of your speed when entering the pit lane. If you hit the limiter line too fast, you'll pick up a penalty. Watch the on-screen prompts that show your target speed and distance to the limiter line. Ja. So, das wird doch mal eine neue Bestzeit werden. So, auf geht's. We're low on fuel. Box in the next two laps, please. Ja, schon klar. Übrigens, bevor ich jetzt etwas Falsches sage, nein. Nächste Woche, heute Abend in Ungarn sind wir zu Gast. Auf der Strecke, die mir persönlich liegt, weil das erste Mal, wo ich in diese Liga gekommen bin, in diese Freitagsliga gekommen bin, habe ich mir in Ungarn so einen guten Fahrzeug geworfen. Ich hoffe, dass das heute ein bisschen anders ist. Letzte Woche jetzt zum Beispiel auch in den Niederlanden. Ich habe mir so habe ich so geärgert, weil ich so einen einfach den 9. Platz weggeschmissen habe. Den hätte ich so gern mitgenommen. Weil da wären es nämlich 4 Punkte gewesen. 4 eminent wichtige Punkte für die Fahrer werden. So, die Zeit wird hier nichts mehr werden. Weil das ERS ist durch. So, gehen wir auf die nächste Runde. Und dann gehen wir schon in die Box. Dann war es ja schon sogar mit dem ersten freien Training. So, okay, da müssen wir nochmal alles austauschen. Ja, ist okay. War mein Handy, das gerade runtergefallen ist. Ich hoffe, dass alles okay ist. Wir hauen eh einmal alles raus. So far, our fastest lap is a 1:23.3. Nee, alles gut gegangen. Die Teile müssen nie getauscht werden, das ist klar. Zeitstrafen kriegen wir ja. Momentan sind wir noch auf P1. Haben wir. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Richards, Bottas und Lewis Hamilton. Das war's, das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Ich dachte mir, jetzt haust du einfach mal kommen. Die sind aber auch alle durchgehend mit mir gefallen. Das ist keiner außer mit mir mit Soft. Okay, das hätte ich gedacht. Ich hätte gedacht, jetzt okay, das, das wäre ein bisschen gemischter, aber nee. Ein toller Tag. Wie denken Sie darüber? Was würden Sie sagen, wer ist zurzeit Ihr größter Rivale? Mein größter Rivale momentan. Ah, Ricciardo vielleicht. Hatten
Hatten Sie das Gefühl, dass das Rennen für Sie heute gut gelaufen ist? Was ist das Geheimnis Ihrer heutigen Leistung? Ich hoffe, dass wir so... Ja, die Reifen waren es auch. Da macht die schnelleren Reifen drauf. Das war dann alles. So, Training 2. Los geht's. Ihr seid aber trotzdem trocken. Auf den Mediums. Dann fahren wir mal raus. When you're ready, let's go. Komm, wir jetzt trocken zu der Fall. Ich sag, dass das Regen. Sagt das Regen das auch. Sagt das auch im Training. Es regnet nämlich leicht. Ich krieg mal den. Da habe ich vernünftige Zeit auf der Runde. 60 Plätze gibt's schaffe, das ist mir klar. So, mal gucken, was das hier alles bringt. Muss ein bisschen aufpassen hier. Dass wir hier nicht zu komplett rutschen die ganze Zeit. So, wie gesagt, das momentan geht's ganz gut. Wir starten definitiv aus der letzten Reihe, also kann es nur gut werden. So, Zeit läuft. Mit den neuen Komponenten. Ja. Mit den komplett neuen Komponenten hier drin, vielleicht im Auto. So, auf geht's. So, die nächste erste Zwischenzeit jetzt gleich.
36,4, das ist im Regen. We have two laps of fuel remaining. Da kann ich ja nicht bremsen. Ich muss echt vorsichtig fahren, dass ich hier nicht zu weit rauskomme. Die Frage ist, kommt jetzt größtenteils auf Medium raus oder auf den Intas? Mick Schumacher mit 1 auf Soft. Fuel is marginal, box within 2 laps. Und 32,6, der ist bei eben fast 4 Sekunden schneller als hier. Meine Zeit ein bisschen verbessert, aber es wird da weiter nach hinten gehen. So klar, dass sie mit den neuen 30,9. Wir fahren gerade auf den Soft, ne? Ja, diesmal stehen wir wahrscheinlich schön am Ende des Feldes. War 30,8, die Runde wird sogar schneller werden von ihm. Der packt also doch mal die neue Zeit rein. Ja, doch, die Runde wird schneller. Das heißt, wieder auf die Soft gehen und nochmal einen Ansatz sitzen. Lustig, das war ein bisschen sehr schnell. So, we'd like to run the acclimatization program if you have a chance before qualifying. It'll give us a good indication of our relative pace and consistency. So. Ich gehe mal auf eine fliegende Runde. Vielleicht passt das mit einer fliegenden Runde ein bisschen besser. Ich fahre mir gerade wieder ein bisschen wie E-Eis.
So, auf geht's. Jetzt gehen die Runden nämlich runter. Vor uns sind Sainz und Magnussen, glaube ich. Perez 24,4. Ja, die sind nochmal 11 Sekunden schneller momentan als wir. Die Spitze. 11,4 Sekunden. Aber das ist jetzt gerade egal, weil jetzt fallen die Zeiten sowieso. Ja, hast du Zwischenzeit, sag schon mal Violett. Das. Könnte eine neue Bestzeit werden. Ich weiß nicht, wie die Bestzeit momentan aussieht. Jedenfalls besser als die aktuelle. Unsere Bestzeit. Jetzt ist was für mich. Och, gib mir die auf Nüsse. Dann führen wir vor Bottas. Natürlich ist das ordentlich Zeit gekostet hier. Jetzt hat Bottas. Nein, die Zeit hat gekostet. Die Zeit hat gekostet hier. Brechen wir hier ab und gehen mal hier wieder auf. Mal kurz noch eine Laderunde. Ich will die Beste haben von Bottas. Fahrer vor mir. Bottas is ahead of you. Their best lap time is a 1:22.8. Das war knapp. Ich muss jetzt bewusst mal so eine Vollbremsung machen. So, probieren wir's. Okay, just want to remind you to keep an eye on your tire temperatures, which you can do on the temperature panel of the MFD. We monitor carcass temperature and surface temperature, and you'll get the best performance when they're both inside a normal operating window. Surface temps tend to fluctuate faster, so try a few laps with the data open and get a feel for how to control them. So, mal gucken, was die Zwischenzeit gleich sagen. Box this lap, please. Box this lap. Reicht nicht ganz, um vorne zu landen. When you get a chance, make sure to run some of our practice programs. They don't all need to be done in one session, but there's valuable data there to help race strategy and car development. Ich will diese Nummer 1 haben auf der am Ende. Ich will dieses Wochenende eigentlich ziemlich perfekt dominieren. Und dann darf ich noch meine erste Pole holen. So.
Auf geht's. Ist immer noch der letzte Versuch. Nummer. Erster Detektor schon mal violett. Gut, dass hier vor mir noch ein Auto ist. Hamilton 22.2. Also die Zeit kriegen wir gar nicht. Die Katze klicken jetzt. Ich kann mich davor stellen, oder dazwischen stellen, aber nicht davor. Where P2 without that? Zeit noch. The fastest lap of the session so far. 28,8. So. Ich will diese Zeit nämlich dieses fast perfekte Wochenende fahren. So ist es richtig. Ich bin 7 Runden gefahren. Gut, dafür haben wir letztes Mal nur 3 Runden gefahren. Also passt das auf jeden Fall von der Zeit her. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir jetzt noch einmal die 3 Bestplatzierten an. Richards, Hamilton und Alexander Albon. Leider müssen wir uns schon verabschieden, das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. Ja, damit haben wir das auch. So. Gut, dann gehen wir rein in Training Nummer 3. Ich hoffe, dass das Wetter nochmal ticken hat, aber bisher sieht es so aus, als würde das durchregnen. So, da sind wir Training 3. Habe ich doch frische Soft? Ja, ich fahre das. Ja, wir haben jetzt letzte Session so viel gefahren. Das heißt, wir können jetzt nochmal ein bisschen links fahren. Soft fahren. Okay.
Mein Ziel ist es definitiv. Ja, die Strafen sind mir herzlich egal. Auf, auf. Gehen wir mal auf eine schnelle Runde. Zwei Bestzeiten haben wir schon gesetzt. So. Schauen wir mal, wann wir nochmal eine vernünftige Zeit, gesetzt bekommen. Von Vettel. Den Sieger aus Belgien. Aber unsere Zeit ist immer fast eine halbe Sekunde schneller. Da hat's mal kurz das komplette Auto ausgehoben, da konnte ich gar nicht mehr machen. Das war auch nicht bewusst gecuttet, ich wusste sie kommen. 22,4, das kann doch nicht sein, ist der. Da war mal einer schneller, jetzt hat sich. Halbe Sekunde vor allen Dingen. Ich kann nichts mehr, ich kann auch nicht mehr reagieren. Ja, das war's mit dem perfekten Rennwochenende. Warte mal auf Standard, ich muss mal wieder eine Laderunde fahren. Okay, you need to come in before you run out of fuel. Pit within two laps. Die Verstoppenzeit um eine halbe Sekunde, die mir da mal abgenommen hat, schlagen. Come in this lap, please. Box this lap. Die Runde fahre ich aber noch. Warum auch immer der jetzt so viel Zeit aufrund. Aber wahrscheinlich kein ER, weil es ERS durch ist. Scheiße, ich habe zweite Sektor violett gehabt. Da sagt er mir, das nehme ich dir nicht mit. Na egal. Was drum. Zurück in die Garage, gut ist. So. Ja, Glückwunsch, Max, das Ding hast du, den Tag hast gewonnen.
Ich würde ja so gerne nächstes Jahr mit Mercedes-Motoren an den Start gehen, aber dann müssen wir auch mal gucken, ob wir das hinkriegen. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Verstappen, Richards und Sebastian Vettel. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. So, okay, gut. Ein toller Tag. Wie denken Sie darüber? Sehr gut, ja. Glauben Sie, dass diese Gridstrafe berechtigt war? Ja, was soll ich dazu sagen? Sie ich bin ehrlich. Sie haben heute im Training viel Zeit auf der Strecke verbracht. Ist das Auto zuverlässig genug, um das zu verkraften? Klasse, das war dann alles. So, dann haben wir das auch. Gut, dann haben wir das durch. Wir sind dann hüpfen dann quasi für den Mocking-Tag ins Qualifying, aber wir sind mit dem Training heute durch. Viel Fahrbetrieb haben wir gehabt auf der Strecke. Mit dem letzten 1-1-2 sagt auch alles aus. Ich bin ziemlich zufrieden mit diesem Auftakt, mit diesem Freitag. Ob wir das jetzt mitnehmen können, wie das Qualifying läuft morgen. Schauen wir mal. Und dann müssen wir ja dann auch noch irgendwie das Rennen durchkriegen. Und bitter ist, dass es halt dann auch noch regnet. Sonst würde ich wahrscheinlich das Rennen ein bisschen beruhigt angehen. Naja, wir sehen uns wieder auf jeden Fall. Ich freue mich dann, wenn ihr morgen einschalten würdet. Bis dahin und ciao.